mein Gott. Es hat funktioniert. Ich bin wahnsinnig. Ihr steht jetzt aber nicht auf oder so, ne? Wo bin ich nur gelandet? Ich hoffe, hier sollte ich ohne Ball hin. Ach so, ja, ich sollte ohne Ball hin. Ups, Entschuldigung. Ami Mietl, Geheimnis 1 von 4. Von schlechten Omen und bösen Träumen geplagt, suchen viele Bürger den Sternenseher auf. Sie sprechen von einem großen Geheimnis am verbotenen Ort. Einer großen geheimnisvollen Macht. Nämlich ein Ort zu betreten ist eine Sünde, die tausend Tode nicht zu strafen vermögen. Sie hatten uns die Gabe verliehen und sie konnten sie wieder nehmen. Doch die Menschen reden. Ihre Gier wird entscheiden. Die Menschen wollen antworten. Und wenn einmal gefragt wird, dann gibt's ganz viel Geld für alle. Dann sind alle glücklich. Wow. Irgendwie habe ich gerade geglaubt, dass die Grafik so ein bisschen abspackt. Was ist das? Mal gucken, was der Hinweis sagt. Keine Hinweise verfügbar. Warum ist hier Licht? Interessant. Wo kommen wir da hin? Und das ganz ohne Ball. Hier kommen wir auch lang. What? Was? Horrences.com. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Sind das die Leute, die den Mod hier gemacht haben? Wenn, dann haben wir ihr Easter Egg gefunden. Und das komplett blind. Das finde ich ja mal cool. Ja. Ich werde das eventuell dann noch in die Kommentare schreiben. Sowohl den Link als auch was das hier zu bedeuten hat. Weil zufällig ist das, denke ich, wahrscheinlich nicht. Aber hier ist nichts weiter. Schade. Nope. Sehr geil. Sehr geil. Tod und so. Ah, diese Schmerzen. Oh. Und das ist übrigens doch keine Einbildung von mir, dass ich schneller werde mit dem Springen. Direkt das zweite Geheimnis. Okay, endlich mal wieder ein Name, bei dem ich Probleme habe, den auszusprechen. Tlaltecutli. Okay. Geheimnis 2 von 4. Der Sohn Quetzalcoatls, einst der Stammesführer und nun der Herrscher von allem, was unter dem Feuerbanner steht, hat ein neues Gesetz geschrieben. Er erklärte, die Götter würden durch ihn sprechen. Sein Wille wäre der ihre. Nicht Mann, noch Frau oder Kind sollte jemals einen Fuß an den verbotenen Ort setzen. So wie die Gabe gegeben worden war, konnte sie auch genommen werden. Mann! Mit Blut werden wir ihn am nächsten vollen Monde ehren. Okay, anscheinend ist hier der Sohn Quetzalcoatls jemand anders. Und das hat nichts mit den Eroberer Cortés zu tun. Hernán Cortés. Ich überlege gerade. Es gab doch noch einen anderen Weg. Moment, aber... Hä? Vielleicht komme ich... Da, ja, jetzt genau hin. Watery Grave. Watery Grave. Water. Wo bin ich gelandet? Ich hab den Ball doch grad gar nicht. Vögel!
Bambi. Vogel. Hopp, 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 hopp. The fuck, ich hab doch gar keine Kugel. Ja, aber die haben eine Kugel. Zum Glück bin ich schneller zu Fuß. Oh mein Gott, wo ist meine Kugel? Anarchie. Scheiße. Ich gehe ganz falsch, aber egal. Ja, scheiße, wenn man nicht springen kann, ne? Ja, aber scheiße, wenn ihr doch zaubern könnt. Tschüssi, Kowski. Ich muss mal eben meine Kugel holen. So, hier lang. Ja, ihr habt sie nicht mehr alle. Alles in Ordnung. Meine Kugel ist ja gleich dort. Ah, da kommen schon wieder die Ersten. Diese kühnen Kämpfer. Der Tepetl. Der hat eine tolle Rüstung, muss ich sagen. Tschüssi. Alles ins Gesicht gespritzt. Hopp. Wie? Erkennt ihr jetzt auch solche Graben? Voll mies. Welcher war jetzt nochmal der Weg, wo es noch tiefer ging als sonst? Nee, das war dort drüben, ne? Oder? Ich bin verwirrt. Ach, komm einfach mal her. Schauen wir nochmal nach. Weil dort gab es noch einen anderen Weg. Dort, oder? Ja. Sprung, 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 Sprung. Yeah. So, dann ging es hier lang. Tut mir leid fürs Backtracken, aber ich will nochmal den anderen Weg mir anschauen. Hopp. Hier gingen wir. So viel zum anderen Weg. So. Ach, Leute, das geht doch schnell jetzt hier. Einfach mal durchspringen. Und das ist auch kein Problem mehr. Jump, 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 jump. Wie so ein Gorilla. Wir kennen den Weg ja jetzt eh. Ne? Hier mussten wir schwimmen. So. Ach, herrje. Ich finde es irgendwo schade bei solchen Spielen, dass dann zum Beispiel der spielbare Charakter, der Hauptcharakter, gar nichts dazu sagt. Das finde ich schon schade. Naja, aber man kann ja nicht alles haben. So, dann hole ich mir jetzt mal meine Kugel. Dann gebe ich mir eine Kugel. Hoffentlich nicht. Hier musste ich ja nach links, ne? Weil hier kam ja der große Kampf. Genau. Ich muss mir manche Sachen nur manchmal wieder ins Gedächtnis rufen. Aber von der Orientierung her sollte das alles kein Problem sein. So, was ist denn hier drin? Was ist denn hier unten? Die Kugel können wir nach da unten anscheinend nicht mitnehmen. Fort mit dir. Weiter mit dir. Weiter. Immer weiter. Weiter.
Ach so, oder? Das ist, damit wir die Teile nach oben kriegen. Wofür auch immer. So, hätten wir schon mal den einen. So, dann gehe ich hier rum. Zack. Zack. Feuer. Was brennt da denn? Eine Fackel einfach. Könnte genauso gut das Bein von irgendjemandem sein. Aufzug. Yeah. Und Platz da. So, wofür brauchen wir euch denn? Okay. Und dann wieder in der Bewegung einfrieren, oder was ist? Hä? Ach so. Oder doch nicht, ach so. Dich kriegen wir nicht dadurch, Kugel, ne? Bellekin. Höp. So. So. Oh mein Gott, wir müssen das jetzt Stück für Stück machen. Ist hier hinter noch irgendetwas? Oh, hier hätte man aber auch noch gut ein Geheimnis reinstecken können. Oh. Juhu. Juhu. So. Wir müssen das Teil wahrscheinlich nach ganz unten kriegen, weil da oben auch ein Spielerschalter ist. Oder Personenschalter. Heute Backfisch. Heute nicht. Knödel zum halben Preis. Nur dienstags. Nep, nep, nep. Ja. 1, 2 und die 3. Dahinter müssen wir noch etwas aktivieren. Das heißt, hier müssen wir später hin. Dann, ach so, da ist ja zu. Müssen wir mal hier hinten schauen. Da kamen wir ja raus. Und ach so, ja genau, dafür brauchen wir den Ball. Ich brauche deine Hilfe, Ball. Geht das in der Mitte runter? Und jetzt geht das wieder nach oben. Dann kam ich da oben drauf. Und wir haben 2 Schalter. Geil. Warum man noch... Ach so, man muss beide drücken, damit der auch um 2 Stufen nach unten geht. Okay. Komm her! Zieh! Wie beim Skispringen. Zieh! Bam! Ich hoffe, ihr habt nichts gegen Skispringen, weil Skispringen ist ein toller Sport. So. Haben wir das jetzt aufgemacht? Nein, aber egal. Wir versuchen mal unser Glück. Ach so! Ah, das führt dahin und öffnet das. Auch gut. Ich habe gedacht, da drin ist noch ein Schalter, den man betätigen muss. Habe ich jetzt zuerst gedacht, dass man da noch irgendetwas draufstellen muss?